Herzlich willkommen zu unserer heutigen Espresso-Runde. Ich freue mich sehr, dass wir Tabea Rösner begrüßen dürfen. Guten Morgen, Tabea. Ja, guten Morgen. Tabea Rösner ist Mitglied des Bundestages. Sie ist Mitglied bei den Grünen und sie ist Vorsitzende des Ausschusses für Digitales. Und vor ihrem Politikerleben, da war sie freie Journalistin und Redakteurin. Und sie hat unter anderem, was ich persönlich sehr großartig finde, als Redakteurin für die Kindernachrichtensendung Logo gearbeitet. Und Eine warum tolle finde ich das Sendung, so immer groß? noch, ne? Ja, ich habe die auch. Und ganz ehrlich, manchmal, wenn mir Sachverhalte zu kompliziert sind, dann gucke ich mir das auf Logo an und dann verstehe ich. Und genau deshalb finde ich das nämlich so toll, weil ich unterstelle dir damit, Tabea, einfach schon mal per se, dass du mit diesem Background komplexe Sachverhalte einfach verständlich und auf den Punkt transportieren kannst. Und deswegen freue ich mich sehr auf heute und sage erst nochmal guten Morgen, lieber Dirk, Morgen. Leiter Public Sector bei Trend Micro. Und damit übergebe ich das Wort an dich, Dirk. Danke, Karin. Tabea, schön, dass du Zeit gefunden hast. Und ich Ja, freue sehr mich gerne. Aber die Latte ist jetzt ganz schön hochgelegt, ne? mit Logo. Genau. Ich merke das. Wir gucken mal, Nach was wir 12 Jahren im daraus machen. Bundestag, ne, da verliert man auch so ein bisschen. Also ich gebe mir immer die Mühe und versuche immer daran zu denken, wie kannst du etwas einfacher formulieren und so, aber ist nicht immer ganz einfach. Aber wir können ja mal am Ende der Aufnahme überlegen, wie man das Internet erklärt. Ist ja für viele auch nochmal eine Herausforderung. Okay. Aber ja, wir starten immer mit der Frage, wie beginnst du deinen Tag morgens? Tee, Kaffee oder tatsächlich Espresso? Ganz klassisch Kaffee, schön stark und schwarz und mit einem gemütlichen Frühstück und dann lese ich halt so die Morgenlage, was ich so auf dem Tablet alles habe und so beginne ich den Tag. Sehr schön. Die zweite Frage, mit der ich immer einsteige, Digitalministerium. Das haben wir gerade so bei den ersten Aufnahmen gemacht, aber da muss man bei dir gar nicht nachfragen. Du hast relativ schnell auch im Vorwahlkampf schon gesagt, dass ein Digitalministerium eigentlich nichts ist für dich. Also ich hab das immer schon, also ich kann verstehen, dass es diese Diskussion gibt. Wir haben das in der Enquete-Kommission, in der ich ja in meiner ersten Legislatur war, auch sehr intensiv diskutiert. Und ich habe das damals so erlebt, dass alles, was mit Digitalem zu tun hatte, abgeschoben haben an die Nerds, sozusagen. Ich muss mich damit dann nicht auseinandersetzen. Ihr macht das schon irgendwie, ne? Und dabei musste ja jedem klar sein, das ist ein Thema, das jedes Lebensfeld, jeden Bereich irgendwie betrifft. Und deshalb muss sich auch jeder und jede damit auseinandersetzen. Und so ist das auch bei den Ministerien, ne? Es ist irgendwie blödsinnig zu sagen, wir haben jetzt ein digitales Ministerium, das soll dann alles mit Digitalen irgendwie regeln. Und die anderen machen sich dann einen schlanken Fuß. Nee, jeder Bereich ist im Digitalen unterwegs, jeder hat da sein Themenfeld und es muss eine gute Koordination geben. So, und deshalb war ich immer für eine starke Koordination. Ich hatte mehr Hoffnung gehabt in der letzten Wahlperiode, dass das im Kanzleramt gut angesiedelt sein würde, war es dann nicht. Es war halt vor allen Dingen auch finanziell nicht unterfüttert, aber jedes Ministerium muss sein Digitales pflegen und voranbringen und die Koordination muss stimmen. Jetzt bist du schon auf so ganz viele Punkte eingestiegen, die ich, also Enquete-Kommission ist sicherlich nochmal ein Thema, da kommen wir nochmal drauf zu sprechen. Aber Digitalministerium hin oder her, die Begründung ist sehr einleuchtend. Im Oktober 2019 gab es eine heftige Debatte im Bundestag zum Thema Digitales im Allgemeinen. Und da ist die Abgeordnete Tabea Rösner aufgefallen durch den Satz: Über Deutschlands Digitalpolitik lacht die ganze Welt. Jetzt hat Karin gerade eben schon erwähnt, du bist jetzt Vorsitzende vom Ausschuss für Digitales. Wie bereitest du dich darauf vor, dass in 2, 3, 4 Jahren die Welt nicht mehr über Deutschland im digitalen Bereich lacht? Ich denke, der Koalitionsvertrag, wo vieles drinsteht, was wir auch in den vergangenen Jahren gefordert haben und konzeptionell auch erarbeitet haben, ist da drin. Und ich hoffe, dass wir das jetzt auch alles nach und nach umsetzen können. Was mich halt wahnsinnig geärgert hat, die Grundvoraussetzung im Digitalen, in der Digitalpolitik ist vor allen Dingen auch die digitale Infrastruktur, weil ohne die geht gar nichts. Und
anstatt wirklich zu erkennen, dass der Ausbau von Glasfaser das A und O ist, weil das die Zukunftstechnologie ist, weil das auch am nachhaltigsten ist, hat man halt immer so Zwischenschritte und Zwischenziele formuliert, die nie gehalten werden konnten. Und dazu hat man dann Zwischentechnologien gefördert, wie das Vectoring. Ja, dann, das heißt, das Geld ist falsch geflossen. Man hat in falsche Technologien, die nicht nachhaltig waren, investiert, um kurzfristig vielleicht Erfolge zu erzielen, die sie aber letztlich dann doch nicht erreicht haben. Und während in anderen Ländern überall Glasfaser ausgebaut wurde, ja, um uns herum, in asiatischen Ländern, selbst in afrikanischen Ländern, war man da viel weiter, hat man hier auf der Bremse gestanden. Und das war für mich einfach so absurd, diese ganze Situation, ne? Wir reden hier von, als ein wichtiges Industrieland, das vorangehen will, das Innovation nach vorne bringen will und schaffen es nicht mal, die digitale Infrastruktur ordentlich aufzusetzen. Also das war der Grund, warum ich das so gesagt habe. Also du hast schon wieder Teile der Enquete-Kommission eben erwähnt, nämlich 2009, ich glaube der Abschlussbericht war 2013. Auch da war ja Breitbandausbau sicherlich ein Thema. Aber ich habe noch ganz andere spannende Fragen zur Enquete-Kommission. Wenn du jetzt so als Ausschussvorsitzender, da versucht man sicherlich auch eine eigene Handschrift mit einzubringen. Was sind so die Themen, wo du sagst, da sollen die Enkelkinder noch dran denken, Tabea Rösner hat diesen Ausschuss geleitet? Also ich meine, klar, die Agenda ist natürlich auch vorgegeben durch das, was im Digitalen Ministerium vorangebracht wird, ne, wie digitale Infrastruktur und so weiter. Die Koordination der Digitalpolitik, das werden wir natürlich alles sowieso machen. Aber es gibt ein paar Themenfelder, die mir ganz besonders wichtig sind und wo ich auch Akzente setzen möchte. Das eine ist der digitale Verbraucherschutz, weil wir sind immer mehr im Digitalen unterwegs, kaufen dort ein und so weiter. Und es gibt viele Kostenfallen, viele digitale Fallen, die sich stellen. Aber auch die Frage von, bin ich eigentlich noch souverän, was meine Daten angeht und so weiter. Viele Menschen fühlen sich da auch unsicher, nicht ordentlich geschützt. Deshalb ist der digitale Verbraucherschutz für mich ganz wichtig. Ich sitze ja auch noch im Ausschuss für Umwelt- und Verbraucherschutz und habe das in den letzten Jahren gemacht. Dazu kommt auch ganz massiv die Nachhaltigkeit. Denn Nachhaltigkeit in der Digitalisierung, aber auch durch die Digitalisierung, das muss man, glaube ich, viel stärker zusammendenken. Da haben wir ein ganz großes Potenzial. Das war immer so ein bisschen Schlagwort, aber wenn man den Koalitionsvertrag liest, sieht man ja, Klimakrise, Klimaschutz und Digitalisierung sind so die beiden Themenbereiche und Querschnittsthemen, die sich durch alle Bereiche durchziehen. Deshalb muss man das zusammendenken und da kann man, glaube ich, sehr, sehr viel machen. Und das Dritte, was mir eben auch wichtig oder vielleicht das, ich habe vier Themen vielleicht, nicht nur drei. Das Dritte ist die Frage unserer Kommunikation und unseres Meinungsbildungsprozesses, der sich ja immer mehr ins Digitale verlagert und immer mehr bestimmt wird von Technologien, ne? Algorithmische Systeme, die eingesetzt werden in den sozialen Netzwerken. Wie bilden wir unsere Meinung, sehen wir gerade in der Ukraine-Krise ganz besonders. Und der letzte Schwerpunkt, den ich gerne setzen möchte, ist das IGF, also Internet Governance Forum, die internationale Ordnung. Das war bisher immer so auf der Exekutivebene. Die Regierungen sind da beteiligt, aber die Parlamente weniger. Und es gab ja vor, ich glaube, 2 Jahren das IGF in Berlin. Da hat man auch gesagt, ne, wir wollen als Parlament stärker uns da auch mit einbringen. Und das versuche ich auch zu setzen. Also von daher habe ich mir viel vorgenommen und werde das begleiten zu den Themen, die wir sowieso auf der Agenda haben. Vielleicht mal kurz zum Thema IGF. Also Internet Governance war ja bislang im Bundeskanzleramt. Sind die ganzen Zuständigkeiten jetzt mittlerweile, wann war die Wahl? Im September, glaube ich. Jetzt haben wir April. Sind die jetzt alle schon geklärt? Also es gibt noch so ein paar Kleinigkeiten, wo es hakelt, aber generell ist die Zuständigkeit geklärt. Die ganze Frage von internationaler und auch nationaler Digitalpolitik, die Koordination, das liegt tatsächlich im neu geschaffenen BMDV, also Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Und das Schöne ist ja, dass das Ministerium Digitales auch vorangestellt hat. Das heißt, die Bedeutung des Themas Digitales ist auch dort angekommen und von daher
glaube ich schon, dass wir da einiges zusammensetzen können. Ein Schelm, der denken würde, wir hätten jetzt einen Digitalminister, aber das ist was anderes. Du hast eben den neuen zuständigen Minister schon genannt, Herr Wissing, der ist Jurist. Wie oft triffst du dich mit dem und sprichst die Themen aus dem Ausschuss ab? Also das ist nicht so ein regelmäßiges Treffen, wie ich das beispielsweise mit der parlamentarischen Staatssekretärin habe, aber ich kenne Volker Wissing schon ganz lange, weil er ja auch aus Rheinland-Pfalz kommt. Er war ja auch hier schon Minister und wir saßen schon in Koalitionsverhandlungen zusammen und hatten da auch einige Erfahrungen, die gezeigt haben, dass wir in vielen Sachen doch sehr ähnlich ticken. Und ich schätze ihn deshalb auch sehr, weil er als Jurist eben nicht so ein Dampfplauderer ist und einfach mal was raushaut, nicht so populistisch ist, sondern das zeichnet ja viele Juristen vor allen Dingen aus, dass sie erstmal nachdenken und nicht irgendwelche Forderungen aufstellen, die vielleicht ja, juristisch dann gleich wieder gekippt werden müssten oder so. Also ich schätze da seine sehr sachliche Art und weil wir uns eben auch schon lange kennen, finde ich das ein ganz gutes Zusammenspiel und hin und wieder treffen wir uns dann auf einen Kaffee, besprechen bestimmte Sachen und hoffen dann, dass wir da zusammen an einem Strang auch gut ziehen. Nichtsdestotrotz sind wir aber als Parlamentarierinnen immer auch diejenigen, die die Regierung kontrollieren soll. Also wir sollen das Ministerium ja auch kontrollieren. Das darf man nicht aus dem Auge verlieren. Ist die erste Aufnahme oder Sendung im Allgemeinen, wo ein Jurist gelobt wird. Also das müssen wir uns mal mein Herz schlägt auch für den einen oder anderen Juristen. Ich bin selber keine Juristin, aber mein Mann, der Juraprofessor ist, der sagt immer, an mir sei eine Juristin verloren gegangen. Also ich kann mich anscheinend ganz gut da reindenken. Aber ich habe viele empfindest es auch als und Juristen Lob, ja? um mich herum. Ha? Du empfindest es auch als Lob, wenn er sagt, du bist eine Juristin, oder? Ja, ich meine, anscheinend kann ich ganz gut zusammendenken und Konsequenzen auch überlegen und so. Also ja, mir macht das ja auch Spaß. Subsumieren ist, glaube ich, immer das Schlagwort. Im Parlament macht man ja auch Gesetze und da muss man ja auch wissen, wie Gesetze wirken und wie sie zusammenspielen mit anderen Gesetzen und so weiter. Eine kohärente Politik zu machen, ist ja gar nicht so einfach. Und das habe ich zum Beispiel auch in den vergangenen Jahren immer vermisst. Ne? Ich komme ja aus der Medienpolitik. Medienpolitik liegt überwiegend in den Ländern. Und das haben halt viele auf Bundesebene überhaupt nicht im Blick. Wofür sind denn die Länder eigentlich zuständig? Und das zusammenzudenken und da auch Gremien zu schaffen, die diese Abstimmungsprozesse, ne, gerade im Hinblick auf europäische Regulierung, ist ja wichtig, dass wir da auch mit einer abgestimmten Haltung in diese Verhandlung gehen. Das wird leider von vielen überhaupt nicht so beachtet. Deshalb war mir zum Beispiel wichtig, so eine Bund-Länder-AG mit einzubringen in den Koalitionsvertrag. Die ist leider noch nicht auf den Weg gebracht. Ich hoffe, dass das kommt. Aber gerade um eine kohärente Politik von Landesebene über die Bundesebene zur internationalen Ebene zu bekommen, ist das, glaube ich, schon wichtig. Wir haben letzte Mal mit einem Juristen hier gesprochen, der mal Staatssekretär und CIO in einem Bundesland war. Und mit dem habe ich eine Zeit lang immer so diese Auseinandersetzung gehabt, wer in einer Podiumsdiskussion eher was sagen darf, er oder ich. Aber ich kann das mit den Juristen durchaus verstehen. Nochmal zu dem Ausschuss. Kannst du mal so ein bisschen beschreiben, es gab ja auch in der Vergangenheit immer wieder so Diskussionen, den gibt es ja auch noch gar nicht so lange, diesen Ausschuss, was der eigentlich für Aufgaben hat. So das Kontrollgremium des Ministeriums hast du schon genannt. Was noch? Naja, wir sind gesetzgebende Gewalt, ja, das heißt also die erste Gewalt im Staat, das wird ja häufig vergessen. Das heißt, wir gestalten die Gesetze, wir verabschieden sie. Die Regierung muss sie ausführen oder sie muss sie eben auch, kann sie ja einbringen, aber wir beraten die Gesetze und wir stellen die Gelder zur Verfügung. Das ist ein nicht unerheblicher Teil unserer Demokratie und der Gewaltenteilung. Und von daher haben wir viele Themenbereiche, für die wir jetzt zuständig sind. Aber wir machen natürlich auch vieles in der Selbstbefassung, weil natürlich Digitalpolitik Querschnittsaufgabe ist. Gerade was IT-Sicherheit angeht zum Beispiel, wäre mir eigentlich ganz lieb gewesen, das wäre auch in die Zuständigkeit des BMDVs gekommen und unseres Ausschusses, weil wir sind ja nun mal mit der digitalen Infrastruktur befasst.
Und im Innenministerium wird es halt ein bisschen anders ausgestaltet, als wir das als Digitalpolitikerinnen machen würden. Aber wir sind dann co-beratend, ne? Und wir setzen Sachen auf, wie zum Beispiel Frances Haugen, die das letzte Mal da war und aus dem Maschinenraum von Facebook berichtet hat. Das ist ja schon ganz spannend. Und insofern versuchen wir, einige Themen auch öffentlichkeitswirksam zu setzen, damit das Interesse vielleicht da ist und die Menschen sich damit auseinandersetzen und vielleicht auch mal Einblicke bekommen, worum sie sich vielleicht auch noch stärker kümmern müssen. Gerade der Digitalausschuss sollte ja immer mit so einer Vorbildfunktion vorangehen. Wäre es nicht an der Zeit, endlich mal, die Forderung gibt schon ewig, also ewig im Sinne, so lange wie es den Ausschuss gibt, mal so einen Livestream anzubieten über die Themen, die interessanten Themen, die ihr da beratet. Also in der Tat haben wir das bei Frances Haugen auch gemacht. Mhm. Die Technik hat uns da leider, was die Übersetzung anging, ein bisschen im Stich gelassen. Das war nicht so richtig optimal. Das lag aber nicht an uns. Das wollten wir tatsächlich auch alles von Anfang an livestreamen und ordentlich übersetzt bekommen. Der Bundestag hat in der Tat jetzt die Kapazitäten erhöht. Wir hatten bisher immer nur 2 Livestreams, die parallel funktioniert haben. Jetzt haben wir immerhin 4 Kanäle. Aber das ist auch eine alte Forderung aus der Enquete-Kommission. Ja. Und ich würde mir ja wünschen, dass wir insgesamt viel mehr auch in den Ausschusssitzungen öffentlich tagen bei bestimmten Themen, dass wir eher von der Öffentlichkeit ausgehen und nur die Themen dann nicht öffentlich beraten, wo Geheimschutz oder andere Interessen überwiegen. Es gibt darüber aber generell so eine unterschiedliche Auffassung in den unterschiedlichen Fraktionen, auch bei unterschiedlichen Leuten. Die einen sagen, ja, man will nicht immer eine Bühne bieten, zum Beispiel für die Partei, die ganz rechts sitzt. Sobald was öffentlich ist, wird das ja halt genutzt, ne? Auf der anderen Seite will man natürlich die Öffentlichkeit stärker beteiligen und die Prozesse auch transparenter machen. Das ist halt so ein schmaler Grat. Und wir haben im Koalitionsvertrag eingebracht, dass wir mehr öffentlich tagen wollen. Jetzt sind gerade die parlamentarischen Geschäftsführerinnen dabei, etwas auszuhandeln, welche Ausschüsse überwiegend öffentlich tagen sollten. Oh. Also das soll so eine Vereinbarung geben. Ne? Natürlich ist bei Verteidigung zum Beispiel was anderes. Ne? Die haben eine viel höhere eingestufte Sitzung. Das heißt also, da müssen die ihre Handys dann außen abgeben und so. Ne? Es tagt in einem abhörsicheren Raum. Da gibt es unterschiedliche Stufen. Ich finde, der Digitalausschuss könnte viel, viel mehr öffentlich tagen, aber da haben wir noch nicht immer die volle Zustimmung der anderen, insbesondere der KoalitionspartnerInnen. Oh, okay. Aber wir können dann, wenn es dann veröffentlicht wird, irgendwann mal sagen, hier bei Dirks Espresso-Runde hat man zum ersten Mal gehört, dass es mehr Livestreams geben soll. Machen wir mal so 2, 3 Schritte zurück. Du bist seit 2009 im Bundestag, davor auch im Land und auf der kommunalen Ebene politisch aktiv gewesen. Kannst du mal sagen, wie treibt es eine Journalistin in die Politik? Gibt es da irgendwelche Ereignisse, irgendwelche prägenden Ereignisse? Also ich war immer schon politischer Mensch. Wir haben zu Hause immer ganz viel auch über Politik diskutiert. Mein Vater war Pfarrer, insofern war ich wahrscheinlich auch so, was Ungerechtigkeiten, Entwicklungsländer und so weiter angeht. Mein Vater war sogar früher mal Missionar in Namibia. Also insofern haben wir da immer viel Diskussionsstoff gehabt. Ich war in der Friedensbewegung aktiv als 14-Jährige auf der ersten großen Bonner Friedensdemo. Und wie ich dann aber eigentlich zu der Politik gekommen bin, ist eher einem Zufall geschuldet, nämlich dass ich in Frankfurt angefangen habe zu studieren und dort eine Frau kennenlernte, die hatte am nächsten Tag Geburtstag, hat mich eingeladen und Joschka Fischer machte mir die Tür auf, weil das war ihr damaliger Freund und späterer Mann und so bin ich überhaupt in Kontakt mit den Grünen gekommen. Also ich fand die Grünen, ich habe die schon beobachtet als 12-Jährige und fand die spannend, aber so diesen Schritt in eine Partei zu gehen und sich da zu engagieren, das hätte ich von mir aus wahrscheinlich nicht gemacht. Und so kam ich halt in Kontakt und dann haben wir eine Unigruppe gegründet und es gab noch keine grüne Jugend und wir fühlten uns als Junge, wir waren damals 18, 19, 20, ne, nicht richtig vertreten. Da waren so die alten Recken wie Joschka Fischer, Jutta Dietfurth, die auch harte Kämpfe miteinander ausgetragen haben. Und dann
haben wir einen grünen Jugendstammtisch gegründet, weil wir dachten, wir müssen unsere Positionen auch irgendwie vertreten, müssen uns vernetzen. Und daraus ist dann später auch die grüne Jugend hervorgegangen. Und dann habe ich mein Studium fertig gemacht, wollte eigentlich ja erstmal da meinen Schwerpunkt setzen. Und dann kam ich nach Mainz und hatte keine Kinderbetreuung. Konnte beim ZDF arbeiten, aber hatte eben nichts, wo ich mein Kind abgeben konnte und betreuen lassen konnte. Und dann gab es eine Podiumsdiskussion hier. Das gibt immer dieses Open-Air-Festival in Mainz. Das ist so Musik und Politik. Und da war die damalige Sozialdezernentin auf dem Podium, Malu Dreyer. Und die sagte damals, es gäbe keinen Bedarf, Kinderbetreuung auszubauen. Und ich dachte so, Moment, das kann doch nicht sein. Und da habe ich festgestellt, dass es keine Frauen in der Politik gab, die berufstätig waren und kleine Kinder hatten. Ne? Weil das ist natürlich auch ein ganz schöner Spagat zwischen Politik, Beruf, Kinder, das alles auszubalancieren, das ist schon großer Kraftaufwand und deshalb sind da viele nicht aktiv in dieser Phase. Und ich habe gedacht, das kann nicht sein, deshalb müssen wir da aktiv werden, muss ich aktiv werden und so bin ich bei den Grünen wieder eingestiegen und ja, dann ging es irgendwie in Kreisvorstand, Landesvorstand und so weiter. Aber ein schöner Einstieg, gleich so jemand wie Joschka Fischer dann kennenzulernen als Einstieg. Kannst du dich noch daran erinnern, als du das erste Mal in den Bundestag gewählt wurdest? Was hast du da gedacht? War das ein Jubelschrei oder eine große Party? Also ich hatte vorher schon mal das Erlebnis, nicht irgendwo reingewählt zu werden, als ich das erste Mal für den Landtag oder das einzige Mal für den Landtag kandidiert habe. Und das war nicht so schön, weil die Grünen da rausgeflogen sind aus dem Landtag und ich als Landesvorsitzender da mit in der Verantwortung war. Da wollte ich eigentlich aus der Politik aussteigen. Ich bin eigentlich nur da dran geblieben, weil ich noch im Stadtrat war und in Mainz ein Kohlekraftwerk gebaut werden sollte. Und weil ich damals gesagt habe, das geht gar nicht in der heutigen Zeit, habe ich damals dagegen gekämpft und habe dann für den Bundestag kandidiert, als wir das Kohlekraftwerk dann auch verhindern konnten. Und damals habe ich dann, weil ich dann dieses Erlebnis hatte als Freie, ne, ist das immer schwierig, in die Politik zu gehen. Als freie Journalistin. Als freie Journalistin, ja. Genau. Und die hatten damals, 2006, als ich für den Landtag kandidiert hatte, schon jemanden für mich geholt. Und ich hatte dann hinterher gar nichts mehr. Ich hatte keinen Job mehr. Ich hatte zwei Kinder. Ich war inzwischen alleinerziehend. Ne? Das irgendwie hinzukriegen, das war für mich nicht einfach. Und deshalb habe ich 2009 das anders gemacht. Ich habe allen gesagt, es klappt sowieso nicht, weil ich auf Platz 3 kandidiert habe. Und habe mitten im Wahlkampf noch die Umstellung der Sendung ins virtuelle Studio begleitet. Die erste Sendung im virtuellen Studio, eine Woche vor der Wahl, habe ich gefahren, ja, und habe immer gesagt, ich riskiere nicht nochmal meinen Job. Ich mache Wahlkampf, aber ich mache den erst nach Feierabend. Und und dann war die Überraschung natürlich groß, dass es geklappt hat. Und dann hat mein Chef gesagt, ja, und nu, jetzt habe ich aber niemanden, wie machen wir es denn jetzt? Und dann habe ich in den sitzungsfreien Wochen tatsächlich noch meine Schichten als Schlussredakteurin, und das waren immer 11,5-Stunden-Schichten, ne? Die habe ich dann noch befahren. Und Ende des Jahres habe ich irgendwann gesagt, Leute, ihr müsst jetzt auf mich verzichten, zumal ich da gerade die Klage vom Bundesverfassungsgericht zum ZDF-Staatsvertrag angeleiert hatte, und da habe ich gesagt, das geht nicht mehr zusammen, ihr müsst jetzt jemanden haben und finden, und die konnten dann auch in der Zeit jemanden einarbeiten und so, aber ja, dieser Abnabelungsprozess war halt schon schwierig, das hatte für mich aber auch den Nachteil, dass ich dann in Berlin nicht dauerpräsent war, und das ist natürlich auch so für Netzwerken und die eigenen Interessen zu vertreten, wo landest du denn dann letztlich auch, in welchem Ausschuss, ne? Das war dann ein bisschen nachteilig, aber letztlich, ich wollte Medienpolitik gerne machen, weil ich aus dem Bereich kam, weil es wenig Leute gab auf Bundesebene, die das überhaupt machen wollten. Damit gewinnt man ja nicht unbedingt einen Blumentopf, und die Medien berichten ja auch nicht über Medienpolitik, ne? Weil sie ungern über sich selber berichten, und insofern hat das dann ganz gut gepasst. Ja, und damals bist du dann auch in diese Enquete-Kommission Internet und Digitales gekommen? Weil ich nicht wollte, ich wollte nicht die klassische Medienpolitik machen, da hast du ja auf Bundesebene nicht so viel Kompetenzen. Und ich habe immer schon gesagt, ne, der Meinungsbildungsprozess, der verschiebt sich ins Digitale, und deshalb müssen wir das viel stärker zusammendenken. Und Konstantin von Notz war damals
als netzpolitischer Sprecher dann der Erste sozusagen, der dafür in Frage kam. Und dann habe ich gesagt, aber ich möchte mit dabei sein. Und das war eine ganz spannende Zeit. Ja, da waren viele Mitstreiter dabei, die jetzt in anderen Funktionen sind. Ich habe, also Medienkompetenz, ich muss jetzt mal gucken, wie ich den Bogen kriege. Ich habe so ein bisschen geguckt, was du so machst. Du hast mehr Follower auf deinem YouTube-Kanal als ich mit meiner Espresso-Runde. Du hast wesentlich mehr Instagram-Follower. Nichtsdestotrotz, wenn ich mir das Ganze so anschaue, weiß ich jetzt, du gehst gerne ins Kino. Es gibt eine unfassbar schöne Darmtoilette in Lahnstein, habe ich gefunden. Ich glaube, was damals schon gefordert wurde, ist so Medienkompetenz. Ich habe es im Vorgespräch gesagt, ich habe hier unter anderem noch so einen 14-Jährigen, der unfassbar aktiv im Internet ist. Also Medienkompetenz wär, glaube ich, etwas, ich meine, die können alles mit diesen Smartphones machen. Wie kriegt man so diesen Bogen hin? 2009 war die Enquete-Kommission, 2013 der Abschlussbericht. Und ich habe es vorhin gesagt, ich werde irgendwie immer zynischer im Alter. Aber so viel hat sich ja nicht verändert seitdem in Bezug auf Medienkompetenz. Ja, das ist auch die Schwierigkeit, weil das ist ja Bildung. Und Bildung liegt in der Länderkompetenz. Ne? Und wir haben da einen ganz schlauen Bericht auch zu gemacht innerhalb dieses großen Enquete-Berichts. Aber viele Sachen müssen halt von den Ländern einfach auch vorangebracht werden. Wir haben immerhin den Digitalpakt ja auf den Weg gebracht. Das heißt also die Ausstattung. Und da haben wir immer auch gesagt, das muss mit einer Grundgesetzänderung auch gehen, weil die Leute auch in die Lage versetzt werden müssen. Das heißt, auch in die inhaltliche Ausrichtung muss investiert werden können. Das ist verfassungsrechtlich problematisch gewesen, weil das Grundgesetz diese ganz harte Trennung ja immer hatte. Oder die war eingeführt worden, ne? Das Kooperationsverbot beispielsweise. Und wir wollten das wieder abschaffen. Also die digitale Kompetenz. Ne? Ich habe da viel Öffentlichkeitsarbeit auch gemacht. Ich bin auch viel in den Ländern unterwegs gewesen. Es gab so zum Beispiel in einigen Ländern, wir machen einen Internetführerschein. Da habe ich gesagt, das Wort ist schon falsch. Ja? Weil Führerschein ist so wie beim Auto. Ich mache das einmal und dann kann ich es und dann fahre ich. Ne? Aber beim Digitalen ist es so, du musst dich ja immer weiter damit auseinandersetzen. Auch wenn du älter wirst, das ist nicht etwas, was nur Kinder und Jugendliche betrifft, sondern gerade auch in den älteren, bei den Älteren muss es, ne, Silver Surfer ist so das Beispiel, es muss eine Einschätzung auch geben können. Ne? Viele glauben irgendwelche Verschwörungsmythologien, weil sie im Internet vorhanden sind, ne? So wie man früher das geglaubt hat, was gedruckt war. Also es muss eine Auseinandersetzung damit geben, woher kriege ich denn meine Quellen, wer steckt dahinter, wie kann ich solche Sachen einschätzen. Man muss nicht unbedingt programmieren können, ne? Aber man muss wissen, wie die Mechanismen sind, wie funktionieren denn die algorithmischen Empfehlungssysteme für meine Plattform, die ich nutze und warum bekomme ich manche Inhalte und manche eben auch nicht. Und das ist, glaube ich, ein Prozess, in dem wir die ganze Zeit mit dabei sein müssen. Im Chat geht schon hin und her. Ich gucke immer so ein bisschen drauf. Aber so ein Satz von Stefanie beispielsweise, die Jugend ist nicht kompetent in digitalen Medien, sie ist einfach nur Nutzer. Und das ist, glaube ich, die große Problematik. Die Zeit ist fast schon wieder vorbei. Aber es sind auch viele nicht nur Nutzer, sondern auch, also wir sagen ja immer Prosumer, ne? Also, ja. Sowohl Verbraucher als auch Sender. Und umso wichtiger ist es ja auch, da fundiert, ne? Und ich könnte jetzt von Schulgesprächen erzählen, wo dieses Senden immer wieder problematisch ist. Aber das ist ein anderes Thema. Das machen wir dann beim nächsten Mal, wenn wir irgendwie nach 2 Jahren uns vielleicht nochmal treffen und den Ausschuss beurteilen, begutachten. So, die Arbeit im Ausschuss. Ich habe nochmal eine Frage. Die Enquete-Kommission damals. Da waren, du hast Konstantin genannt, Manuel Höferlin, den wir auch schon hier hatten, war mit dabei. Jimmy Schulz, leider mittlerweile verstorben. Halina war mit dabei. Also so viele, die damals wirklich viel Arbeit auch investiert haben. Du bist jetzt Kinofan. Es gibt so einen berühmten Film, so wir vereinigen die Band wieder, Elliot. Würdest du dir wünschen, diese Kompetenz der Leute in dem Ausschuss jetzt zu haben? Du hast ganz viele Neuankömmlinge jetzt so im Ausschuss, junge Menschen vielerseits. Würdest du dir wünschen, mit denen lieber nochmal so die Themen anzupassen? Hättest du da mehr Erfolgsaussichten?
Naja, Erfolg ist ja nicht nur daran bemessen, ob man besonders viel Expertise hat, sondern ob man die Macht hat, das auch umzusetzen. Und wir haben jetzt unsere Expertise auch aus den vergangenen Jahren ja ganz stark in den Koalitionsvertrag eingebracht. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass wir das auch umsetzen können und dass nicht irgendwelche Querschüsse kommen, wenn ich an die Debatte um Hackbacks zum Beispiel wieder denke. Ja? Wir haben da explizit drin, wir lehnen das ab, wir müssen uns anders aufstellen, die IT-Sicherheit verbessern und so weiter. Aber Hackbacks sind ja auch gefährlich, diese Diskussion ist total irre. Und dass wir die jetzt wieder führen, das ärgert mich schon. Ja? Also wir haben einige Sachen im Koalitionsvertrag, die auch noch nicht ausreichend finanziell hinterlegt sind. Ne? Das sind zum Beispiel die Fragen Open Source, also der Sovereign Tech Fund und solche Sachen. Ne? Ja. Also da müssen wir jetzt hinterher sein. Aber so ein Revival-Treffen, das fände ich total spannend. Und ich werde, glaube ich, die Leute alle einladen. Wir wollen ein Jimmy-Schulz-Gedächtnis-Dinner sozusagen machen. Schön, ja. So im Hinblick auf den IGF. Und da würde ich schon die Leute alle nochmal einladen, die damals auch bei der Amcat dabei waren. Schön, das klingt toll. Und Jimmy Schulz hat ja wirklich, wir haben damals noch mit Manuel drüber gesprochen, viel, viel Vorbereitendes gemacht, war schon Treiber von all diesen Themen, die uns ja auch beschäftigen. Ich habe ja, die Zeit ist schon wieder vorbei. Mein Espresso ist kalt. Ich habe heute nebenbei Salbei-Tee getrunken. Die Stimme ist ein bisschen angekratzt. Aber ich danke dir ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast. Tolle Antworten gegeben auf meine quälenden Fragen. Aber vielleicht kriegen wir es wirklich hin, dass wir uns in 2 Jahren oder so nochmal hinsetzen oder in regelmäßigen Abständen und gucken, was aus diesen Themen geworden sind, die wir hier angesprochen haben. Und wir lassen mal Hackback raus, weil das finde ich ein ganz fürchterliches Thema. Und da vielen, vielen Dank. Und sehr gerne. Hat mir auch Spaß gemacht und wir können das gerne irgendwann fortsetzen. Und dir super. Gute Besserung. Ne? Alles gut. Danke dir. Vielen Dank.